In den nächsten Wochen wird entschieden, wie hoch das Strafmaß für Tennislegende Boris Becker angesetzt wird. Fakt ist, in 4 von 24 Anklagepunkten, alle im Rahmen seines Insolvenzverschleppungsprozesses, ist er bereits schuldig gesprochen. Nun bangt der ehemalige deutsche Vorzeigesportler vor schwedischen Gardinen. In München ist von Unruhe dagegen keine Spur. Becker-Tochter Anna Ermakova besucht dort nämlich das WMF-Event und stellt sich professionell den Fotografen. Sorge um eine potenzielle Haftstrafe ihres Vaters? Die lässt sich die 22-Jährige zumindest nicht anmerken. Auf Fragen oder lange Interviews hat sie aber auch keine Lust. Schnell huscht sie an den Kamerateams vorbei, wohlwissend, worum sich das nächste Gespräch drehen wird. Dabei gibt es noch so viel mehr zu berichten. Beispielsweise, dass Anna ihre Haare in einer neuen Frisur trägt. Die sonst so verspielten Locken weichen an diesem Abend einer glatten, nach hinten gelegten Mähne. Oder dass sie in ihrem pinken Ballkleid aussieht wie eine echte Märchenprinzessin. Stylischer Kontrast? Die gelben Pumps. Oder vielleicht, dass sie an der Seite von Luxus-Immobilienmakler Marcel Remus so richtig auftaut. Ist er doch ein alter Freund von ihr? Vielleicht auch ihr Anker an diesem Abend? Denn eines steht fest, auch wenn Anna hier lächelt, strahlt und tanzt, in ihrem Kopf dürften gerade ganz andere Gedankenspiele toben.